Einen schönen Nachmittag wünsche ich Ihnen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind. Saftige, grüne Wiesen, grasende Kühe und Schafe, auf den Weiden die Ruhe der Abgeschiedenheit. Das ist der Alltag, das Leben meiner heutigen Gäste, die als Landwirtinnen und Landwirte ihren Traum leben. Wir werden heute alles kennenlernen, die ganze breite Palette, den klassischen Bauernhof mit Gemüse- und Milchviehbetrieb, genauso wie den hochmodernen Betrieb, wo die neueste Technik zum Einsatz kommt. Ich freue mich sehr auf meine Gäste. Eva, die sagt, meinen Kühen geht es besser als so manchem Wohnungshund. Und wenn sie rausschaut bei ihr zu Hause, dann erschrickt sie manchmal, weil es so schön ist. Bernd will kein Gefangener seiner Landwirtschaft sein, sondern auch ein bisschen was von der Welt sehen. Schon als kleines Mädchen wollte Sonja Bäuerin werden und das ist sie jetzt auch geworden. Eine Käsespezialistin, werden wir gleich darüber reden. Madeleine erzählt uns, dass Kühe genauso verkuschelt sind und schmusen wollen wie Hunde und Katzen. Franz wäre als Jugendlicher lieber alles andere geworden als ein Landwirt, aber heute ist er glücklich mit dem, was er macht. Auf dem Hof von Hans gibt es fast alle Tierrassen, die man gemeinhin so an einem Bauernhof kennt. Und bei Markus passt sich die moderne Technik den Bedürfnissen der Kühe an. Auch ein sehr, sehr spannender Bereich. Und im Studio begrüße ich weitere Gäste. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Und ich glaube, wir werden heute alle am Ende der Sendung Gusto bekommen auf einen Urlaub am Bauernhof. Mich würde am Anfang interessieren, wie ihr denn aufgewachsen seid. Eva, bist du auf einem Bauernhof groß geworden? Ja, genau. Ich bin auf einem Bauernhof groß geworden, also am Bauernhof meiner Eltern. Mhm. Und habe dort meine Kindheit verbracht und war im Grunde auf immer bei den Tieren, schon als kleines Kind, so wie die Sonja gesagt hat, ich wollte eigentlich auch immer Bäuerin werden. Ich glaube, ich hätte einen Botschen gehabt, wenn ich einen zweiten Beruf mir hätte aussagen sollen. Und der führt jetzt wirklich mein Traumleben. Und was haben die Geschwister gemacht, beruflich? Die sind im Sozialbereich tätig. Mhm. Und ja. Und dort den Hof niemand übernehmen wollen? Nein, war nie ein Thema. Okay. Wie war das bei dir, Markus? Ich bin als der Jüngste von vier Kindern aufgewachsen bei uns am Hof. Einmal schon, also aufgewachsen in der Landwirtschaft, einmal schon mit dabei gewesen. Und es hat sich schon relativ bald ausgestellt, dass das mit Sicherheit das Richtige für mich ist. Und dann habe ich mir nach der Ausbildung noch ein paar andere Sachen angeschaut. Und jetzt seit 2018 bin ich auch fix da unserem, daheim am Betrieb. Und was hast du gemacht vorher beruflich? Welche? Ich war im Verkauf tätig, okay. Insgesamt 5 Jahre. Wollte mir immer ein bisschen was anderes auch noch anschauen. Und ja, seit 2018 eben am Betrieb. Das heißt, du bist davon überzeugt, dass du das, was du jetzt machst, das machst du bis zur Pension? Auf jeden Fall. Ja. Also ich sage immer, ich habe das Glück, dass eben mein Hobby auch mein Beruf ist. Hat auch nicht jeder. Ja. Ich habe das Glück und Das gefällt mir natürlich sehr. Und, ja, wobei man sagen muss, so bis zur Pension, Bernd, so ein Landwirt geht eh fast nie in Pension, oder? Man arbeitet ja immer ein bisschen mit. Geplant habe ich es nicht. Solange ich gehen und stehen mag und mit den Tieren erfreut habe, werde ich das auch machen. Bin aufgewachsen auf einem Bauernhof mit 4 Kindern insgesamt. Wir haben ein Gasthaus gehabt und einen Braunviehzuchtbetrieb. Gasthaus war nicht so meins. Ich war eher der Konkursbeschleuniger. Ich habe, was ich angegriffen habe, schlecht gemacht, schlecht serviert, schlecht eingeschenkt. Und, aber ja, aber es ist nicht alles für jeden, ne? Nein, eh nicht. Ich bin eher der Gast, nicht der Wirt. Genau. Als Musikant sowieso bist du eher im Gasthaus daheim und da lernst du es auch kennen. Aber die Landwirtschaft hat mich sehr interessiert und ich mag es heute so nebenbei und es ist ein guter Einklang mit meinem Beruf. Aber man hört schon ein bisschen so aus deinem Schmäh, du bist schlagfertig, das kommt eben davon, dass du auch Musik machst. Musikant bist, ja, das gehört irgendwie zusammen. Genau. Zusammen, dass man quasi am Bauernhof auch... Nein, dass man einen Schmäh hat und ein bisschen Ach so, also das gehört, ja. Ich habe gerade, wenn man Bauer oder Bäuerin ist, muss man auch singen können. Das kann vorkommen, wäre nicht schlecht. Wie viel singst du, Sonja? Bei dir am Hof weniger, ne? Eher weniger, ja. Eher weniger, ja, genau. Was wolltest du immer werden als Kind? Ich wollte immer Landwirtin werden als Kind schon. Und es hat mir einfach eine große Freude gemacht. Ich war immer schon mit meinen Eltern mit im Stall, schon von klein auf. Ich habe die Kälber gefüttert. Ja, ich war einfach immer mit seinen mit und immer bei den Tieren. Und da habe ich mich immer am wohlsten gefühlt. Und ich habe studiert in Wien, aber ich bin immer wieder gerne nach Hause gekommen. Und das war mein Ruhepol. Da habe ich Kraft tanken können. Und das ist einfach was Wunderschönes auf meinem Bergbauernhof auf 1880 Meter Seehöhe.
Das heißt, hast du so ein bisschen wie der Markus, wolltest du was anderes probieren, einen anderen Weg zuerst einschlagen, weil du gesagt hast, du hast studiert? Nein, ich habe Landwirtschaft studiert und ich wollte mich einfach auch als Frau, wenn viele auf den Betrieb kommen und so, auch beweisen können. Mhm. Ich kenne mich in der Thematik aus und deshalb habe ich auch Landwirtschaft studiert, dass es auch am Papier festgehalten wird. Und wo studiert man das? Ist das so wie Forst? Auf der BOKU in Wien, genau. Okay, und da lernt man sozusagen alles das, was man als Bäuerin oder Bauer wissen muss. Genau, und wichtig ist es dann auch noch, dass man die Praxis daheim hat. Dass man das, was man gelernt hat, auch umsetzen kann und dass man das, was man hört, auch weiß, wie es dann wirklich in der Praxis ist. Wir werden dann noch in Medias Res gehen, in die Praxis, das wirst du uns noch erzählen. Ich wollte nur wissen, wie viele Geschwister sind da bei dir? Wie viele Schwestern? Ich habe drei Schwestern, genau. Genau. Mhm. Ein Vier-Mädel-Haus. Genau. Und da war es auch klar, du übernimmst. Ja. Mhm. Wie war denn das beim Hans? Ich wollte zuerst nicht Bauer werden, also wir sind fünf Kinder und ich bin kleiner Mechaniker. Ich hätte eigentlich Autowerkstatt aufmachen müssen, es hat sich aber dann so kristallisiert, dass ich einen Hof übernehmen muss. Unser Betrieb war ja sehr klein, wie ich übernommen habe, also mit 16 Kühe. Wir haben halt so gewinnen, 35.000 Milchkontingent, so wie die Betriebe zu gewinnen sind von der EU. Ich habe dann die richtige Frau gefunden und mit der ist eigentlich, du brauchst deinen Lebenspartner, mit dem, was das, was ich jetzt mache, auch machst, sonst geht das gar nicht. Und das war eigentlich dann, wie viele Tiere hast du jetzt? Ja, wir haben Rinder, gute 1000 Rinder und wir haben dann... Also ich wollte nur, das wollte ich nur wissen, also von 16 auf 1000 aufgestockt. Ja, es ist das, sehr krass. Ja. Ich glaube, du hast immer, Hans, wenn du ein bisschen was verdient hast, sofort investiert. Genau. Genau. Also wir haben eigentlich, ehrlich gesagt, wenn du heute so klar anfängst, man weiß ja jeder, wie es in der Landwirtschaft rennt, wenn du nicht ein Nebeneinkommen hast, dass du irgendwas verkaufst, Erbst oder sonst irgendwas, hast du es schwer, dass du es aufbringst. Und wir haben es aus der Wirtschaft müssen, auch vom Betrieb. Aus dem Grund muss ich sagen, haben wir nie Geld gehabt und wenn wir Geld gehabt haben, ist es investiert worden. Ne? Ja, ja. Das ist halt in der Landwirtschaft so, es ist noch keiner heute reich geworden irgendwo und die Bauern sind halt sehr, alles was verdienen, stecken sie in die Wirtschaft rein. Sie modernisieren, sie schauen, dass die Schulungen reich werden, Maschinen und so lebt man halt dahin. Du brauchst halt einen Lebenspartner, aber man braucht die nächste Generation, die was da dabei ist. Weil wenn man sich sowas aufbaut, ist es halt schlimm, wenn man alt wird und hat nimmt. Ja, ja. Also, vor allem da hat man riesige Ställe gebaut vielleicht und dann steht das leer. Es ist wichtig, dass dann die nächste Generation schon wieder voll dabei ist. Weil oft ist es ja so, Madeleine, dass es nicht unbedingt die nächste Generation ist, die sozusagen aufgewachsen ist am Bauernhof, sondern die nächste Generation, die dazu kommt und einheiratet sozusagen, wie das bei dir der Fall war, ne? Ja, gut, geheiratet haben wir noch nicht, aber ich bin so die, die gerne auf einem Bauernhof aufgewachsen wäre und das aber aufgrund der Stadtnähe irgendwie nie so hingekriegt hat. Das heißt, ihr habt Urlaub am Bauernhof gemacht? Ich habe Urlaub am Bauernhof gemacht vor 3,5 Jahren etwa und dann die Liebe zu Land, Leuten, Tieren und dem Freund halt auch entdeckt, ja, und bin dann da kleben geblieben. Aber ich habe mit Landwirtschaft an sich eigentlich bis dahin nichts am Hut gehabt. Ich habe Geschichte studiert, also ich glaube weiter weg als, das geht halt irgendwie gar nicht, ja, und bin jetzt irgendwie da sehr zufällig reingeschlittert, aber bin sehr froh, dass ich da jetzt gelandet bin. Das heißt, du bist jetzt Bäuerin? Im Grunde schon, wenn man es so möchte. Ja, ich tue mir immer schwer mit dieser Eigenbezeichnung, weil sich viele da ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen, weil ich es ja nicht gelernt habe. Also ich habe es nicht als Ausbildung oder als Studium gemacht. Und wenn ich jetzt sage, ich bin Landwirtin oder Bäuerin und dann andere, die das gelernt haben, die finden das meistens nicht so cool. Deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig, wenn ich das so sage. Ist es so, Franz, dass man sich am Schlips getreten fühlt, wenn jemand sagt, ich bin ein Bauer oder Bäuerin und das nicht gelernt hat? Ich fände das überhaupt nicht. Ich schätze, meine Frau zum Beispiel, ich sage, wäre Einsteigerin gewesen und ich achte solche Personen viel mehr, weil die haben viel mehr Gefühl für das Ganze. Das Gelernte, ich sag, für mich ist der Leitspruch gewesen, mein Pflanzenbau oder Lehrer hat mich mal gefragt, später, wie es mir geht. Und da habe ich gesagt, wie ich das vergessen habe, was ich bei dir gelernt habe, ist mir gut geehrt worden, weil ich habe mich da ganz stark in die Richtung von Humusaufbau für den Boden und biologisch eng gesteigert und da hat das nicht mehr ganz zusammengepasst, was ich in der Schule gelernt habe. Und dann ist auch das Interesse für die Landwirtschaft richtig. Das heißt, es war viel so ein Learning by Doing, viel probiert, viel geschaut. Ich bin auch natürlich in die Phase eingefallen, in die Pionierzeit von dem ganzen Bio, mache ich seit über 25 Jahren. Und da sind lauter so Freaks benannt gewesen zum Teil, die was wirklich nur ausprobiert haben und was viel schiefgegangen ist. Aber nur mit der Erfahrung haben wir weitergekommen. Heutzutage wird das in die Schulen unterrichtet, was wir ausprobiert haben. Und das finde ich einfach auch cool, dass ich in der Zeit dabei sein habe können und meinen Beitrag da leisten habe können. Und wie bist du groß geworden? Also wie viele Kinder wart ihr am Bauernhof? Wir waren zwei Schwestern, habe ich noch gehabt. Ja. Und ich habe auch noch Brüder gehabt, die sind leider gestorben. Und
dann war es fix, dass ich Bauer werde, was ich, wie gesagt, nicht unbedingt werden wollte. Was wärst du denn gern geworden? Ja, Mechaniker, Tischler, alles war mir recht gewesen. Nur weg von daheim. Gut, aber das ist mir eh ein bisschen. Weil wenn der Traktor eingeht und, oder irgendeine Maschine, ja, dann musst du vom ja Maurer bis zum Schlosser und Spengler und Installateur ist mir oft alles eigentlich. Genau, genau. Und du bist nicht gefragt worden, sondern das war ganz klar? Nein, es war oft nur so ein Umstand, wie ich 15 war, hat mein Vater einen relativ starken Herzinfarkt gehabt. Und da bin ich in das letzte Jahr in die Pflichtschule gegangen und da hat mir der Direktor schon viel freigegeben, dass ich daheim helfen kann. Und, ja, und dann habe ich nicht mehr auskennen, weil mir ist nachher auch nicht so gut gegangen. Und ja, so bin ich eh nicht gerutscht. Mit Videobühnen eigentlich in Anfang. Und wie ich auf die ganze kennengelernt habe, dass da mehr gibt als wie Dünger hin, war weg, sondern dass da mehr gibt, dass da ein Leben gibt, dann ist es spannend geworden. Das heißt, heute bist du froh, dass du dich dafür entscheiden hast müssen. Ja, genau. So kann man sagen, ja. Wer wird den Hof übernehmen? Leider niemand. Jetzt hat jedenfalls nicht die Landwirtschaft und jedenfalls auch nicht meine Kinder. Ich habe immer so unsere Kinder erzogen, dass wir es so frei wie möglich gelassen haben, dass sie ihre Interessen leben können. Weil ich habe es nicht kennen, was ja hinterher okay gewesen ist, aber war mir, das wollte ich nie. Aber ich arbeite viel mit jugendlichen Leuten zusammen und vielleicht entsteht da sogar ein Projekt. Also mein Hof ist ein kleiner Hof. Genau. Ist ein kleiner Hof und vielleicht irgendein anderes System. Das wollte ich dich gerade fragen, wenn zum Beispiel jetzt jemand kommt, weil auch das Image von euch Landwirtinnen und Landwirten hat sich total verändert. Mhm. Also gerade auch mit dieser Biowelle und mit saisonal und regional. Und da tut sich so viel, dass man eben oft vielleicht gerne Bauer, Bäuerin werden würde wollen, aber es gibt halt keinen Hof und man muss das alles irgendwie, da würde sich doch das gut ergeben. Ich hab ein paar Bekannte, was auch Landwirtschaft haben, wo wirklich total familienfremde Leute den Hof übernommen haben. Ja. Einer, der hat den total übergeben. Mhm. Der hat gar keine Kinder gehabt, für den abgesehen. Aber auch die, was Kinder gehabt haben, die haben alle studiert, die wollten eigentlich nicht. Und das funktioniert wirklich super. Man muss halt auslassen, kennenlernen. Genau. Und nicht mehr sich einmischen. Oder so wie der Hans, du hast, glaube ich, viele auch so im Pacht übernommen. Gell? Oder ja, es sind ja so viele kleine Betriebe, die was rund um Wien sind, die was alle aufgehört haben. Und die haben sich damals sehr leicht getan, weil alle gekommen haben, nimmst das mit, machst das. Das hat sich dann so entwickelt. Also, man hat wieder dazu gebracht und hat wieder einen Stall gebaut und wieder mehr Viecher gehabt und so ist der Betrieb entstanden einfach. Also, es ist ja trotzdem ein großer Strukturwandel. Ich sage, wenn die Bauern sterben, ist ein Strukturwandel reingekommen. Ja. Man hat den sein Viecher und seine Stallungen seinen Grund auf einen Zaum gelegt. Also man hat sehr viel Strukturwandel betrieben eigentlich. Du hast viele Fotos mitgebracht. Vielleicht sagst du uns, wer ist. Wir haben so einen Besuchertierpark gemacht am Hof. Also das ist natürlich sehr groß und sehr viele Besucher da immer. Und da haben wir natürlich angefangen von Hasen, Meerschweinchen, Anten, Pfau, verschiedene Schweinerassen, Esel, Pony, sehr viele Ziegen, ja, über 70 Ziegen, Schafe. Also was ich sehe, also momentan habe ich 40 junge Ziegen, also wir haben alle Junge gekriegt und das ist aber ein Hobby. Die Eseln, wie viele Eseln hast? 3 Eseln, 2 Boni, ein Muli. Es sind einfach so viele Besucher. Zu mir spielt sich sehr viel an. Wir haben große Kinderfeste, wir haben eine Schule am Bauernhof da, wo Leute kommen, Schulen und sehr viele Besucher. Zu mir kommen rund um die Uhr Leute. Mein Areal ist sehr groß und es ist trotzdem alles sehr tierfreundlich. Meine Viecher, ich sage mal, meine Familie und meine Viecher ist das Wichtigste. Und von den Leben auch. Das ist einfach so eine Herzensfreude. Man sieht es also, wir haben ein Jahr 450 Geburten. Also ich wollte gerade sagen, wie viele Geburten hast du im Jahr? Du bist eine Hebamme. Es ist schon viel los, ne? Aber man darf das nicht jetzt sagen, das ist Massentierhaltung oder groß. Das ist einfach, ja, wenn man die Schweine anschaut, natürlich. Es ist, sind das Mutter und Kind? Also, ja, auf alle Fälle, ja. Ich habe ja 6 so Lafsa, habe ich sind ja Hängebauchschweine, aber die haben jetzt nicht da, dass ich von denen lebe. Das ist Hobby, das ist Liebe. Also die werden schon geschlachtet, ja, oder ist, nicht? Das, ja, das sind Schafe. Ja. Nein, die werden eigentlich großartig nicht geschlachtet, darum werden sie so kühne. Ich habe mit einer Ziege angefangen, das sind 70, ne? Man muss. Also, ich sehr also die viele, sind quasi da, die Schweinerl, und das ist der Willi, gell? Das ist der Willi, der Willi ist ein ganz besonderer, der Schweinevater, ne? Ja. Von die Oli, er macht jeden Tag, reißt er seine Runde
Und dann kommt halt der Früh meistens so zwischen 6 und halb 7, ich komme das Frühstücken vorbei, wenn ich heimwassern tue, das weiß er schon. Also Tiere sind wirklich sehr intelligent, Tiere haben Gefühle. Überhaupt Schweinerl haben sie. Ja, Schweine sind sowieso ganz besonders. Ja. Durch das, dass die Schweine sehr frei leben dürfen so, und haben natürlich auch sehr besonders. Also die haben zum Beispiel, die haben ja ein Bett, wo sie schlafen, da dann sie nicht hin. Also die gehen genau woanders hin, wo sie machen. Weißt du? Ja. Ein Tier ist ganz was Besonderes und der Willi ist sowieso. Ja. Ja. Mir hat irgendwer erzählt, dass die also nicht nur sehr reinlich sind, sondern also sehr sauber sind und man sagt gar nicht, hörst du Schweindel, ne? Nein, eben nicht, die sind die gar nicht. Und vor allem sind sie so emotional gescheit. Ne? Also die spüren auch, wenn es einem nicht gut geht. Nein, sag ich, ein Tier hat genauso wie ein Mensch Gefühle und hat genauso, der denkt damit. Also die Viecher denken schon. Man glaubt dabei, das ist einfach so, dass man sagt, die wissen genau, um was es geht. Genau. Die ich glaube, die Madeleine kuschelt auch so gern mit den Kühen, gell? Mhm. Ja, weil der Spruch dumme Kuh ist auch, oder blöde Kuh. Blöde Kuh. Völlig, blöde Kuh ist auch völlig, weiß ich nicht, falsch. Das heißt, du kannst das richtig so umarmen und streicheln und oder das sieht man jetzt, mein Gott, so lieb. Also die legt sie richtig hin wie ein Hund, ne? Ja, die genießen das auch und die teilen dir mit, wenn sie da gerade Lust drauf haben und die teilen dir auch mit, wenn sie das jetzt gerade eher nicht so cool finden und dann lieber gehen. Also das ist, ich brauche eigentlich einen Auslauf reinzugehen oder auf die Weide und die Kuh, die dann Aufmerksamkeit haben will, die kommt dann halt zu mir und hält dann ihren Kopf hin und die sind da sehr subtil, die Mädels. Also. Ich glaube, die Eva gibt den Kühen auch gerne Bussis, gell? Also das ist so ein liebes Foto, wo man sieht bei dir. Ich habe schon sehr intensive Beziehung zu meinen Tieren auch. Spezieller zu den Kühen. Mhm. Und so wie die Madeleine schon gesagt hat, oder der Hans oder wir alle, glaube ich, das, was wir machen, das ist einfach Leidenschaft. Und die Leidenschaft, die spielt sich ja sehr am Herzen ab. Also wir sind, glaube ich, alle mit Herzen Bauern und Bäuerinnen, die hochwertige Lebensmittel erzeugen und was den Tieren wirklich sehr, sehr gut geht. Wie viele Tiere hast du? Habt ihr alles? Wir haben 20 Milchkühe, Bio. Also wir werden einen Bio-Bauernhof. Du gehst auf die Weide, die kommen zu, die holen sich die Streicheleinheiten ab. Die spüren, wenn es dir selber nicht so gut geht. Du kannst sie abhäuseln, abstreicheln. Und das tut mir gut und das tut den Tieren gut. Wir haben auch Hängebauchschweine, Ziegen, Ponys, jetzt ein kleines Fohlen, Hörner, Enten, junge Krähkeier. Und das ist mein kleiner Meraki. Ist eine Woche alt. Süß. Und habe auch so, wir haben Schule am Bauernhof. Mhm. Ich einen was heißt das, Schule am Bauernhof? Schule am Bauernhof heißt, dass zu uns Schulen kommen können. Mhm. Und ich möchte einfach den Weg der Landwirtschaft zeigen. Mhm. Das heißt, es gibt Programme im Vormittag oder jetzt will die Mittelschule, wir wollen das ein Projekt machen. Und das sind für mich einfach die wertvollsten Dinge, weil wir den Produzenten zeigen können, was wir machen auf den Höfen. Wir können einer nur so sagen, was wir da machen. Wir können die Stalltieren aufmachen. Ich kann jedem eine sagen. Und wie sind die Kinder? Siehst du, beobachtest du da so ängstliche Kinder oder Kinder, die so gar nichts damit anfangen können oder die sagen, das stinkt oder so, ich sage jetzt irgendwas. Mhm. Oder sind die sehr interessiert daran? Der Großteil der Kinder ist sehr interessiert. Mhm. Kinder haben sehr reine Herzen. Es gibt natürlich Kinder, die reingehen und steuern und sagen, wow, da stinkt es. Mhm. Ist klar, die kennen es ja nicht. Woher? Gell? In einem Haus stinkt es nicht durch Siedler. Aber sie sind dann gleich gewohnt, sie gehen auf die Tiere zu und die Tiere merken dann ja auch gleich, dass die Kinder ihnen nichts tun. Also unsere sind schon gewohnt. Ja. Und die Kinder erkennen dann den Wert der Lebensmittel. Die stellen dann fest, wow, die Kuh kann rausgehen auf die Weide. Wenn es wieder heiß ist, geht es in den Stall rein. Der kann draußen liegen, der kann auf der Strohbox liegen. Der geht es gut, weißt du? Der kann den ganzen Tag eigentlich, der geht es wirklich gut, der geht zweimal am Tag melken. Das dauert jeweils zu mir das 10 Minuten, Viertelstunde. Und wer tut melken? Ich. Aha, mit Hand? Nein, wir haben einen Milchstand. Also ich möchte 6 auf einmal. Okay. Ist angenehm, also Milchen macht mir nie was aus. Und das ist für mich immer so ein bisschen zum Oberkommen. Mhm. Und ja. Aber du sagst den Kühen sozusagen, also du bringst sie hin und dann werden sie gemolken. Genau, die gehen eben von Auslauf einer. Ja. Sie haben so einen Balkon, wo sie eben 365 Tage aussehen dürfen. Ja. Das ist im Biobereich sehr, sehr wichtig. Ja. Die Weidehaltung und auch, dass sie wirklich aussehen können. Und die gehen dann macht 3, die Maschinen immer, also immer eine ist die erste, die andere ist zum Beispiel immer die letzte. Ja. Das ist wie bei den Menschen. Ja, manche sind schneller, manche sind langsamer. Genau so ist es. Ja. Und ich bin überzeugt, dass unseren Tieren sehr, sehr gut geht. Und das schmeckt man natürlich dann auch im Produkt. Genau. Na, weil ich frage deswegen, wie das mit den Kühen ist, weil bei Markus, du hast ja einen Hof, wo ja mehr oder weniger alles automatisch ist, gell? Oder automatisiert ist. Naja, grundsätzlich ist es natürlich so, dass es in der Landwirtschaft da sehr viel Innovation gibt. Also da hat sich auch wirklich sehr viel da.
Und das ist auch alles durchaus praxistauglich und erprobt, also die Techniken funktionieren. Und ist dann eben eine Frage des Betriebes, wie man aufgestellt ist, was man für eine Ziele hat, was für eine Voraussetzungen und wie man dann eben seinen Betrieb aufstellt. Wir selber haben die letzten Jahre sehr stark in Technik investiert. Also ich habe schon eine sehr gute Basis gehabt, die was quasi meine Eltern schon gelegt haben, auch über Generationen und so weiter. Ich sage, der Opa, der Uropa. Genau, das war bei uns. Also die Milchviehhaltung hat es einmal schon gegeben am Hof. Bei uns auch die Zucht. Also wir sind Fleckviehzüchter. Ich bin da ganz mit Leib und Seele. Aber die Jungzüchter, also wir haben da eigene Vereinigungen und so weiter, da auch voll dabei. Und eben 2018 haben wir dann beschlossen, den Betrieb nochmal zu erweitern. Und es stellt sich dann natürlich immer die Frage, wie sind die Voraussetzungen, wie viele Arbeitskräfte habe ich, was kann ich selber machen, wo muss ich vielleicht in Technik investieren. Ich bin auch selber ein Mensch, der natürlich gerne mit der Technik arbeitet, das ist ganz klar, sonst würde man das nicht machen. Und so ist dann im Prinzip dazu gekommen, dass eigentlich alle, sage ich mal, wesentlichen Arbeiten bei uns eigentlich durch die Roboter erledigt werden. Das ist unser Entmistungssystem, also quasi ein Staubsaugerroboter, so kann man sich das vorstellen. Er fährt im Stall herum auf definierte Routen und sammelt den Mist von den Kühen quasi auf und bringt den direkt an die Güllegrube. So funktioniert die Entmistung. Also es gibt halt verschiedene Systeme. Das ist jetzt ein relativ neues System und der was macht ist das quasi autonom. Warte mal. Genau, das ist der immer noch der. Das ist jetzt der Fütterungsroboter. Ja. Genau, also das ist auch wieder also ein System, das besteht aus zwei Teilen. Es gibt da die sogenannte Futterküche, wo eben das Futter für die Kühe gemacht wird und dann vorgelegt wird. Und dann gibt es eben den. Das den ist Fütterungsroboter. Diese Nouvelle Cuisine. Das würde heißen Kuh-Sinn, ne? Ja, also, genau. Wir haben gekocht für die Kühe. Genau, und so passiert eben die Fütterung. Da sieht man zum Beispiel eine Kuhbürste. Also das ist mein Lieblingsbild, weil da steht drunter Kuh-Spa. Ne? Genau, also das ist da, wo sie die Kuh sozusagen, da würde ich den ganzen Tag stehen, wenn eine Kuh war. Ja, also Kuhbürsten, die gibt es ja zu Tausenden in die Betriebe. Also ich weiß zum Beispiel auch vom Hans, da, wie viel da verkauft werden. Und das ist ein Wahnsinn. Also die Landwirte, wir sind da wirklich dahinter, eben, dass wir schauen, dass wir alles tun, dass die Kühe gut geht. Und das sind so eigentlich Kleinigkeiten, was man machen kann als Landwirt, aber natürlich für die Kuh steigert das Wohlbefinden schon immens und ja, man probiert halt. Und bei euch ist es auch so, dass die Kuh mehr oder weniger alleine bestimmen kann, wann sie gemolken werden also will, ne? Genau, das Melken funktioniert bei uns per Melkroboter, also Melkroboter, das hört sich vielleicht ein bisschen, ein bisschen technisch an, aber grundsätzlich gibt es das schon 25 Jahre. Das System ist einfach, dass die Kuh quasi einen Melkstand betritt, das ist eine Box, da wird quasi nur eine Kuh gemolken, sie kriegt dort auch ihr Futter, es werden verschiedene Daten aufgezeichnet, sehr viel Gesundheitsdaten und so weiter, dass sie immer weiß, ob es jetzt der Kuh gut geht. Und sie kann dann quasi selber bestimmen, wenn es melken geht. Hat den großen Vorteil, dass eine Kuh, die kann öfter wie zweimal melken geben, wenn es dann mehr Milch gibt, kann es zum Beispiel auch vier- oder fünfmal gehen. Also sie kann sich das eigentlich einteilen. Und das ist auch recht interessant zum Beobachten. Es hat grundsätzlich jede Kuh ihren eigenen Rhythmus. Das geht über 24 Stunden durch. Und ja, ist schon eine große Arbeitsentlastung und hat halt für mich als Landwirt auch den großen Vorteil, dass ich jetzt nicht so an die Stallzeiten gebunden bin, sondern dass man ich das ein bisschen selber einteilen kann, auch weil eben die Kühe quasi die Melkarbeit sich das auch selber einteilen. Und das ist was der Bernd auch sagt, gell? Also du möchtest nicht der Sklave deines Jobs sein, sondern... Absolut nicht. Nein. Wenn ich die ganzen Sachen höre, da fühle ich mich ein bisschen als Außenseiter. Ich bin eher der Vertreter der kleinen strukturierten Landwirtschaft. Wir haben bei uns im Dorf viele Bauernhöfe, die leider zusperren, aufhören. Und wir haben auch nicht die Möglichkeit. Wir haben Bergbauernzone. Das heißt, bei uns geht es ziemlich steil runter. Und ich wäre eher der Meinung, dass man vielleicht einem kleinen Bauernhof eine Chance gibt, dass er doch irgendeinen Betriebszweig findet, um seine Betriebswirtschaft zu erhalten. Das ist alles recht und schön, wenn man so denkt da, wie der Markus, das ist super, wenn man die Möglichkeit hat, aber bei uns geht das nicht. Und ich habe gesehen, bei unseren Nachbarn, der sitzt halt 24 Stunden am Traktor, bis er runterfällt, weil es nicht mehr geht. Und das war für mich immer ein Horror, das wollte ich nicht. Ich wollte Bauer sein, aber auch das Leben ein bisschen in meiner Art und Weise genießen. Ich bin leidenschaftlicher Musikant und meine Familie genauso. Wir sind in Volkstanzgruppen, wir dort singen, tanzen, spielen. Die ganze Familie, Tanten, Onkel, bei uns ist alles. Ja, wir haben eigentlich von klein auf nur gesungen, tanzt und gespielt und haben damit auch die ganze Welt gesehen. Wir sind von China über Australien nach Südamerika dingelt und haben dort was gesehen. Und trotzdem ist der Hof daheim bestehen geblieben. Wir haben ihn in unserer Art und Weise gemacht und das mache ich auch heute weiter. Und wenn meine oder unsere Kinder mal sagen, sie wollen es anders machen, einfacher oder auch so erhalten, bin ich auch sehr zufrieden. Ich bin ja nie irgendwie was vorgeben, was sie machen sollten, weil sie halt auch die anderen Seiten kennen, was für Möglichkeiten das hast, mit Bauernhof trotzdem ein bisschen das Leben auch zu genießen und die Welt zu sehen. Und was habt ihr für Tiere? Wir haben Schafe.
kein Zuchtbetrieb, sondern einfach Schafhaltung und haben ca. 50 Muttertiere. Wir haben 41 Hektar Grund, davon sind 11 Hektar Wiesen und der Rest ist Wald. Ist so im Umland von Graz auf der Hechau mit einer wunderschönen Lage und haben natürlich durchs Gasthaus immer viel Leute am Hof gehabt und das war eigentlich nie eine andere Möglichkeit, das anders zu nutzen. Also ich bin halb Musiklehrer, Musikant und halb halt Bauer daheim und trotzdem mit voller Leidenschaft. Und macht die Sonja Schafkäse auch mein, oder? Nein, aber der Meinung bin ich nämlich auch. Bei mir, also mir ist auch wichtig, dass die kleine strukturierte Landwirtschaft erhalten bleiben kann, weil wir wohnen auch in der im Berggebiet und für uns ist das auch nicht so möglich. Und das ist was, was für mich auch herausfordernd ist, auch für die Zukunft dann gesehen. Ja, dass ich mit meinem Betrieb auch noch überleben kann. Und mit 14 Jahren habe ich dann begonnen, was für mich zum Suchen. Ich wusste, ich werde den Betrieb einmal übernehmen und das macht mir eine Riesenfreude. Aber der Betrieb muss sich weiterentwickeln und es muss ich auf dem Betrieb was tun. Und dann bin ich zu meiner großen Leidenschaft gekommen, und zwar zum Käse. Genau, und bei mir wird der Käse nicht von einem Roboter hergestellt oder nicht von einer Maschine gemacht, sondern dieser Käse, die Besonderheit von diesem Käse ist wirklich, dass er von mir handgeschöpft wird. Es wird alles händisch gemacht. Und ich habe keinen, der jetzt diese Käsepflege für mich übernimmt, auch keinen Roboter, sondern das mache wirklich ich. Und es ist eine harte Arbeit und von dem braucht man gar nicht reden, dass das oft eine harte Arbeit ist und eine anstrengende Arbeit. Ja, aber das schmeckt mit dann. Aber ja, und wenn man mit dem Herz dabei ist, dann ist es eine Leidenschaft. Aber wenn man mit dem Herz nicht dabei ist, dann fängt es an, ja, schon, Stress zu werden. Viele sagen dann, es geht sich halt nicht aus. Also man muss halt auch überleben finanziell. Ne? Weil da kann man noch so leidenschaftlich sein, aber am Ende des Tages muss was überbleiben. Ne? Das stimmt, ja. Und deshalb bin ich ja darauf angewiesen, dass es Kunden und Kundinnen gibt, die sagen, ja, wir möchten solche Produkte, wo noch Liebe dahinter steckt, wo Leidenschaft dahinter steckt und man schmeckt es auch. Es schmeckt bei mir nicht jeder Käse gleich. Genau. Jeder Käse ist einzigartig. Naja, es kommen ja, du hast ja mal gesagt, du hast ganz gestaunt, also da ist irgendein, weiß ich nicht, Wiener oder irgendein Städter zu dir, extra zu dir hingefahren, um den Käse zu kaufen. Ne? Genau, einen ganzen Käseleib, das war das Schönste für mich. Das extra sich wer den Weg antut, wir wohnen da wirklich weit oben auf dem Berg, auf 1180 Meter Seehöhe, und dass er sich extra wer den Weg antut, von Niederösterreich in die Steiermark zu reisen, nach Obdach am Fuße des Zivitzkogels und da auffährt und dann einen ganzen Käseleib mitnimmt. Und ja, er war einfach auch begeistert. Und bist du Single oder hast du eine Beziehung? Ich bin vergeben, ja. In jedem Job, bitteschön, wenn man selbstständig ist, ist es gut, wenn man einen Partner hat, wenn man will, dass der Partner oder die Partnerin einen unterstützt, dass das halt dann so ist. Ne? Nicht nur bei den Bauern. Also das ist ja. Aber ich glaube, das ist nicht nur Unterstützung, sondern das, also Leidenschaft. Verstehen und auch einfach wissen, was dahinter steckt. Weil ich meine, die Arbeitszeiten in der Landwirtschaft, brauchen wir, glaube ich, auch nicht drüber zu reden, dass die jetzt nicht so von 9 bis 5 und dann ist man fertig, sondern man muss das verstehen und auch akzeptieren dann einfach, was da alles dazu gehört, weil das, da wird ja die Beziehung dann sonst auch ganz schnell zugrunde gehen, wenn man dann sagt, ja, hey, aber ich wollte doch jetzt heute Abend mit dir irgendeinen Film gucken und da liegt dann die Kuh im Stall und kälbert gerade. Ja. Ich glaube schon, dass mehr Mädchen und Burschen von der Stadt aufs Land gehen, die nicht vorbelastet sind. Mhm. Wenn man am Bauernhof aufwächst und sieht, die Eltern arbeiten den ganzen Tag immer nur. Oder haben keinen Urlaub. Ja. Und so gibt es eher einen Aussteigertyp, der sagt, ich will von der Stadt weg und ich will am Land draußen einfach mein Leben verwirklichen. Wir können halt da eine Fantasie an die Leute bringen oder wir können gelebte Landwirtschaft leben. So wie der Markus sagt, wir leben trotzdem in einer Gesellschaft, wo so Direktvermarktung vielleicht 8% von der ganzen Landwirtschaft ausmacht. Wir reden von Ernährungssicherheit. Und warum ist in der Landwirtschaft trotzdem, wie gesagt, eine Frau braucht er? Weil einfach der Wohlstand so groß ist, dass viele sagen, warum sie es antun. Wir haben so viele Produkte momentan, die was vom Ausland reinkommen. Darum fordern wir auch so Herkunftskennzeichnung, was ganz wichtig wäre in der Landwirtschaft. Weil, wie Sie sagen, wir möchten gerne die kleinen Betriebe erhalten. Das können wir nur machen, wenn wir eine 100%ige Herkunftskennzeichnung haben, auch in der Gastronomie. Genau, und das Traurige ist ja, dass wenn wir jetzt sagen würden, wir würden nichts mehr machen in Österreich, es würde wahrscheinlich gar niemandem mehr auffallen, weil so viele Produkte aus dem Ausland in den Geschäften sind. Ja, aber es würde sich ausgehen, dass die österreichischen Bäuerinnen und Bauern das Land selber ernähren. Oder muss man importieren? Ist gar nicht momentan schon aus. Schon, gell? Haben wir so weiter dran. Aber man muss aber auch, die Gesellschaft muss zu denen stehen. Ja, man muss ja wissen, also was man kauft. Ne? Bei der Milch, speziell bei der Milch, liegt der Selbstversorgungsgrad von Österreich, meine ich, bei 110%. Also da kommen wir locker
locker mit aus. Franz, ich glaube, das ist schon auch deine Meinung, ne? Die Geschichte mit. Man, es ist halt recht interessant, weil es halt alle von vielen Tieren, was es auf euch betrifft, ob sie ob noch weit mehr. Da sieht man die nicht. Meine sind nicht recht gut zum Fotografieren, weil mein Boden, mir ist Bodenleben so wahnsinnig wichtig. Und der wird immer schlechter, ne, der Boden. Ja, und wenn wir zum Beispiel alle, was wir da sitzen, weiter produzieren wollen und unseren Boden sehr strapazieren, sage ich mal, sind viele Techniken in der Landwirtschaft, was ich als Liebhaber vom Boden nicht gut finde. Das tut mir immer so weh. Wenn aber es ist halt wirtschaftlich ist das nicht anders machbar. Das ist ich, bin klar. Ich bin mit dem Zug hergefahren, da sehe ich sehr viel Boden, was asphaltiert ist. Was? Ja. Naja, da reden wir nicht vom Bodenleben, das ist nicht mehr da. Ja, das ist nicht mehr da. Schau mal, da von mir weg von Oberösterreich bis auf Wien gefahren bin, da sitzt ein Zug drin und denke ich mir, schau, da haben Industrieanlagen, einer Parkplätze, nur Gräser, alles zu asphaltiert. Da müssen wir anfangen. Wir haben einen Bodenverbrauch, wir haben in der Landwirtschaft so viele Baustellen, die was wir angreifen müssen, dass wir nicht der Bilderbuch herzeigen, sondern dass auch die Konsumenten dahinter stehen und sagen, Freunde, wir brauchen die Landwirtschaft, groß oder klein, ist egal, direkt am Markt, die werden so vielfältig. Mhm. Aber es muss endlich. Und das ist uns sehr wichtig, wir brauchen einen Schulterschluss. Wir Bauern wollen aufzeigen, wie wir leben, ob groß oder klein, egal, Gemüsebauern. Genau. Wir wollen den Konsumenten die Schuld aufmachen, wie sie sagt, schaut euch das an, wie wir wirtschaften, wie ehrlich das wir haben. Wir haben wirklich eine Ehrlichkeit, mein Betrieb ist sehr groß und zu mir kommen sehr viele. Und ich lohne euch wirklich, schaut euch meinen Hof an. Was ist das Schöne, Eva, am Landwirtin sein, am bäuerlichen Leben? Das Schönste ist einfach, wenn ich in der Früh in den Stall gehen kann und deine Tiere begrüßen dich. Tiere sind ehrlich, die sind nicht falsch. Die Kiergängen aussieht, die veredeln mir meine grüne Wiesen. Die liegen dann, die dann wieder kauen auf der grünen Wiesen. Gängen dann einer und schenken uns die Milch, die wir dann praktisch der Molkerei verkaufen und wir dann da Produkte kriegen. Ob das Butter ist, toller Käse, Sauerrahm, ihr wisst es eh alle, ich brauche es eh nicht aufzählen. Und der Gedanke macht mich einfach so glücklich. Wir produzieren höchste Lebensmittel. Und das steckt im Wort drinnen. Das ist ein Mittel zum Leben. Schön gesagt. Weißt? Und das brauchen wir alle. Und wenn wir alle vielleicht ein bisschen bewusster ins Regal greifen, das entscheidet so viel über uns in die nächsten Jahre, wie wir in der Landwirtschaft dann aufgestellt sind. Weil der Hans hat gesagt, naja, es ist halt einfach diese Idylle. Ja, man hört und sieht und du schreckst dich, wenn du siehst, wie schön das ist. Aber wie schaut das, wann stehst du auf? Wann beginnt dein Tag? Um 4.15 Uhr, glaube ich, gell? Ja, genau, geht der Wake up. Okay. Und Kühe, speziell, also wenn man Tiere am Hof hat, die müssen ja jeden Tag versorgt werden. Genau. Wie sieht das aus mit Freizeit, mit dem was ist das? Urlaub? Genau, mit Urlaub und dem allen, was man so. Ich glaube, ganz wichtig ist einfach, dass wir die Landwirtschaft so real wie möglich darstellen. Und es ist ein wunderschöner Beruf. Das wissen wir alle. Wir haben mit sehr vielen Herausforderungen zu kämpfen. Und natürlich gibt es auch Tage, wo man denkt, boah, heute mag ich gar nicht aufstehen. Weil wir gehen auch mal fort oder wir sitzen auch mal mit den Nachbarn, wir sind da froh. Und dann ist es halt knappig. Und es ist 365 Tage, ob Weihnachten, ob Ostern, ob Hochzeit. Ja, wenn er sagt, ganz egal. Geburten, ne? Dann genau. Ja. Wenn du jetzt wirklich auf Urlaub fahren willst, dann kannst du dir noch helfen, dass du jetzt von Maschinen irgendwann holst. Mhm. Die Möglichkeiten gibt es. Und den muss man ab und zu nutzen, weil wir müssen ab und zu ein bisschen aussehen. Warst du nicht eine Zeit lang Single? Ja. Ja? Nein, ich frage deswegen, weil naja, jetzt hast du ja einen Partner, der dich auch ein bisschen unterstützt, gell? Ja. Aber auch einen eigenen Betrieb hat. Ne? Genau. Genau. Mhm. Also überhaupt, wenn man jetzt alleinerziehend ist oder Single, das ist ja auch nicht so einfach. Oder wenn man selbstständig ist. Man arbeitet selbst und ständig. Und wenn man vielleicht einmal krank ist oder nicht kann oder was auch immer hat. Es gibt schon sehr zarte Tage, das muss ich schon zugeben. Also es ist nicht immer nur Schein. Und wir haben ja alle mehrere Standbeine. Also ich habe auch den Hofladen,
wo natürlich auch viel Arbeitszeit reingeht. Wir haben die Viecher, wir haben jetzt ganz viel Außenarbeiten. Ich habe die Schule am Bauernhof, Kindergeburtstag feiern. Mhm. Der Leo geht dann 40-Stunden-Job nachher zu einem eigenen Betrieb. Also Freizeit ist für uns, da ist nicht so viel drinnen, aber das, was wir haben, das genießen wir ja zu 1000%. Ja, naja, und vor allem, ihr habt dort, und das ist schon, Hans, die Idylle, weil den Verkehrslärm, den ganzen Stress, genau, das habt ihr alles nicht. Du schlafst sicher gut, oder? Ich schlafe super. Eben, weil ja, du arbeitest so viel, dass, ne, dass du am Abend... Du legst eine Chuck-Wupp. Zack, genau, das hast, schlafst ein. Hans, du und deine Frau, ihr habt auch lange keinen Urlaub gemacht, ne? Wir sind einen Tag bei der Hochzeitsreise vorgefahren und bin noch nie. Ich bin auch heute das erste Mal in Wien und gesagt, was bist du wirklich? Nein, ich war, mir geht aber nichts an. Ich habe Gott sei Dank eine Frau, die was ich nicht will. Wir machen so kurze Ausflüge, wenn am 9 Uhr fährt, dann am 4 Uhr daheim. Weil wir brauchen nicht früh lang anstehen und auf die Nacht wieder anfangen. Ja. Dass ich heute da sitze, das war eine Prozedur, dass du das jedem beibringst, was er jeder machen muss, weil heute komme ich nicht heim. Bist du ein bisschen nervös? Nein, ich habe das schon so gemanagt. Ich habe gut in meine Schwiegertochter ermöglicht und die anderen übernehmen die Kabel. Ich habe trotzdem viel Kabel zum Wasser. Ja. Und das ist eine Aufgabe, das kannst du so einen macht es der, einen macht es der. Dass du den Überblick behältst. Mir macht das ganze Leben schon manchmal fertig. Und ich habe aber auch gesagt, ja, mir geht das nicht an, dass ich sage, ich brauche Urlaub oder sonst irgendwas. Ja. Mir ist wichtig, wir haben eine Lebensqualität und ich sage, ich stehe da früh auf, brauche kein Auto einsteigen. Ich gehe jetzt an meine Viecher und da habe ich so viel, erst muss ich mal kurz zum Futter und dann kommt das. Also es kommen so viele Viecher zu, ja, die was schon warten. Ja. Die was auch heute auf die Nacht warten und dann kommt der Bauer nicht an. Ja. Aber, es ist halt kriege, das machen wir auch so. Ich bin mir denkt, wenn ich zugefahren habe, denkt man das so nach, gell? Mir runtergefahren bin, das ganze Verbauung, die ganzen Industrie, aber steigst da in Dubai ein, denk, wenn du die Jungs anschaut, man beobachtet die Leute, jeder mit dem Handy, jeder rennt umeinander. Yeah. Die wissen gar nicht, wenn ich einfach erzähle, ich bin der Bauer, ich bin da früher in den Stall geschaut, nicht falls oder Karl, ich weiß das. die wissen gar nicht, was ihnen angeht im Leben. Mhm. Und weiß gar keine Ahnung mehr für den Ganzen. Ja. Und da denke ich mir, was essen, was angreifen, wissen die überhaupt, was alles drinnen ist. Wir müssen viel mehr, und das ist wirklich mein Ziel, ein Bewusstsein an die Bauern geben, aufstehen und an die Konsumenten das sagen. Wir schimpfen auf die Politik. Da sagen wir, das passt nicht, das passt nicht. Die Politik ist immer falsch, sagen wir nicht falsch, ich will kein falsches Wort nicht sagen, aber halt nicht so, wir brauchen die Konsumenten, wir brauchen die Leute. Ich will was Gesundes zeigen, was auch mal da. Wir sind Botschafter für die Konsumenten aus. Genau. Und wir wollen kein Bilderbuch, Illusion machen. Mhm. Landwirtschaft ist nicht mehr, dass wir letzter zwei Kühe auf der Alm haben, das magst du ja sehen. Aber wir brauchen Ernährungssicherheit, wir brauchen was zu essen. Und das muss auch so sein, da will der Konsument das haben, wo ein Tierwohl dahinter steht, wo eine Nachhaltigkeit ist und wo man weiß, das ist gesund. Das hat, wir haben ja zum Beispiel in Österreich Medikamenteneinsatz, gibt es nicht, fast keinen. Da gibt es heute Hormonspritzungen in Amerika, das Fleisch kommt und man muss schon wissen, was man isst. Und da ist Landwirtschaft sehr wichtig, dass wir da sind, dass wir nicht aufhören, weil wenn es uns einmal nicht mehr gibt, dann sagen wir jetzt, zeig, wo ich woher. Und für das setzen wir sich massiv ein. Ich bin auch, wenn wir die Zölle aufmachen jetzt, weil wir momentan ein wenig Ernährungssicherheitsproblem haben, man hört es bei den Nachrichten, jetzt machen wir die Zölle auf, damit wieder einer kommt. Bei den Geschäften ist ja das eh alles 100% österreichisch. Aber in der Verarbeitung, da sieht ja keiner in der Wurst oder die Semmel oder den Leberkäs, da wird eh nicht gemischt und das essen wir am meisten. Und da geht man ganz schön an. Weil wenn ich ins Geschäft gehe, da steht nur um Tierwohl und da geht 100% österreichisch und nur dreimal österreichisch, ist eh okay. Aber das ist ein Bruchteil. Im Hintergrund ist so viel Industrie und das müssen wir in Angriff nehmen. Wir müssen schauen. Ich glaube, der Jugend zu vermitteln, dass sie stolz sind, dass sie den Bauernstand ausüben dürfen, das ist ganz wichtig. Nur, es ist viel schiefgegangen. Schauen wir uns die Dörfer an. Es ist alles ausgestorben. Es gibt keine Schulen mehr, keine Gasthäuser, keine Kaufhäuser, keine Post. Es ist alles ausgehungert. Die Kindheit. Ja. Viele waren stolz. Ja. Meine Vorfahren gingen Sonntag in die Kirchen, da hat es einen Stammtisch gegeben. Die Bauern haben sie unterhalten, haben sie austauscht, haben sie geholfen gegenseitig. Gestritten ein bisschen, ne? Gestritten, Karten gespielt und ein paar Viertel getrunken. Ja. Und das fehlt heute. Das gibt es nicht mehr. Ja, natürlich. Also ich meine, da ist schon sehr viel dabei, das, was ich da wirklich nur unterstreichen kann. Und es ist ja wirklich die Runde, mir taugt es da, es ist ganz interessant, jeder hat einen anderen Zugang, aber das ist auch das Scheine bei der Landwirtschaft, das Ziel ist ja für jeden dasselbe und das verbindet uns ja, egal ob groß oder klein oder intensiv oder extensiv, es hat alles seinen Platz, wir brauchen auch alles und wir sind eh alle, wenn wir da sitzen, auch dahinter, dass einfach unser Kapital ist, sind Tiere, ist Boden und so weiter, dass dem alles gut geht und ja, wir stehen jeden Tag auf in der Früh, nicht, dass wir sich jetzt denken, heute tue ich was, dass meine Viecher nicht gut geht oder heute möchte was da aus der Boden schon hat, sondern wir bemühen sie eigentlich, dass wir das so gut wie möglich machen. Und da sind natürlich auch vorher punkto Freizeit und so weiter, wollte ich auch noch sagen, ganz wichtig einfach die Familien und vor allem auch die Erfolgsgeschichte, Familienbetrieb, was wir in Österreich haben. Also in Österreich gibt es im internationalen Vergleich eigentlich gar keine Großbetriebe. Alles wird von einer Familie geführt und das ist eigentlich perfekt und wie es bei mir ist, man kann sich mit den Eltern abwechseln und so weiter und das ist auch ganz wichtig, wenn mehrere Generationen am Betrieb sind und das schätze ich immer sehr.
weil durch das kann man sich dann auch Zeit freischaufen und so weiter. Und dann ist auch brav aufgestellt, weil bei mir ist es auch halt so wie bei allen anderen, wenn ich da sitzen muss, auch daheim werde ich Arbeit machen. Ja. Und ohne die Familie würde das natürlich nicht funktionieren. Der Franz hatte das Glück, eine Frau auch kennenzulernen, die nicht auf einem Bauernhof groß geworden ist, aber die Margit, die hineingewachsen ist. Ich glaube, wie ihr euch kennengelernt habt, hast du gedacht, na, ein bisschen Gemüse baut er an, gell? Genau. Ich habe Verkäuferin gelernt, habe noch Kurse gemacht fürs Büro, war dann im Büro, habe mir nach der Arbeitszeit von Verkäuferin auf Büro eigentlich gedacht, ich habe so viel Freizeit, ich muss mir ein Pferd kaufen. Und dann habe ich Franz kennengelernt und habe mir gedacht, ma, ja, super, Landwirtschaft passt voll. Pferd habe ich mitgenommen, habe ich in die Ehe mitgebracht. Und dann natürlich, wir haben Gemüse im Feuerwerk, Direktvermarktung. Und ich glaube, alles außer Kartoffeln. Sehr viel Arbeit, genau. Saisonal ziemlich alles. Ja. Dann haben wir im Markt vorne angefangen. Und es ist natürlich auch eine persönliche Geschichte. Zum Beispiel, ich bin wer, der haut sich überall voll rein und da muss ich auch und alles selber. Und dann ist irgendwo schon sehr, sehr, sehr viel. Ein anderer tut sich vielleicht das nicht in dem Ausmaß an wie ich. Aber im Nachhinein gesehen, ich habe so viel gelernt. Und du weißt, was du isst. Ne? Das sowieso. Das und ich denke mir, das ist so wichtig, dass uns das bewusst ist, dass unser Körper wird das, was wir da reinstupfen. Genau. Das ist so. Genau das, was wir essen, das wären wir. Genau wie wir aus unserem Denken, wir wären auch das, was wir denken. Es ist so. Und es ist auch so, dass nicht nur werden wir, was wir denken, sondern wir sind ja auch im Team, du im Team mit dem Franz. Und ihr seid ja, wie man so schön sagt heutzutage, 24/7, also eigentlich immer zusammen. Und deswegen macht ihr zwei etwas, das du wahrscheinlich sehr vielen Paaren raten könntest. Ihr macht getrennt Urlaub. Ja. Ich finde das großartig. Ja, also, wir leben ein bisschen andere Beziehung. Also wir verstehen sie total gut, es passt voll, perfekt, aber nicht so, dass wir immer beieinander picken. Das haben wir lang gemacht, aber jetzt passt es so wesentlich besser. Und wie schaut es aus mit Eifersucht und Vertrauen und so? Nein, das passt voll. Also wir leben wirklich sehr offene Beziehung, sage ich mal, eine sehr freie. Liebe ist Freiheit. Das hast du sehr schön gesagt. Tut es dir leid, dass die Kinder den Hof nicht übernehmen? Nein, okay. Weil es gibt so viele Möglichkeiten. Also schauen wir mal, was wirklich entsteht. Genau, daraus. Das, was er schon gesagt hat. Ne? Genau. Weil die Renate, die hier ein bisschen schräg hinter dir sitzt, ihr habt es so gemacht, Renate, euer Hof wurde noch nicht übergeben an den Sohn, obwohl der Sohn aber schon arbeitet, gell? Ja, genau. Also unser Sohn ist Betriebsführer bei uns am Hof. Aber ich muss jetzt auch sagen, die Entscheidungen treffen wir wirklich alle im Dreierteam. Und das war bei uns eigentlich immer schon so. Ich denke mir, ich habe ja eingeheiratet, gell? Ich habe mich in meinen Mann verliebt und bin so Bäuerin geworden. Dann habe ich mir gedacht, weil ich habe ja einen komplett anderen Beruf gelernt, also ich bin Einzelhandelskauffrau, und ich denke, na, das ist mir zu wenig. Ich will einfach einen Einblick in die Landwirtschaft kriegen, ich will das einfach lernen und habe dann die Meisterausbildung gemacht für ländliche Hauswirtschaft. Mhm. Also das heißt, ich kann auch Lehrlinge ausbilden und dann ein fundiertes Wissen kriege. Aber das ist auch total wichtig, gell, die Fort- und Weiterbildung. Ja. Also, dass man einfach hergeht und nicht stehen bleibt und sich weiterentwickelt und auch lernt, wie spannend das ist. Ja, ne? Genau. Ja. Die ganzen Höhen und Tiefen in der Landwirtschaft haben ja alle kennengelernt. Ich habe mich dann laufend weitergebildet. Ich habe auch die Ausbildung zur Seminarbauerin gemacht. Die habe ich erst vor 4 Jahren gemacht. Und bei unserem Betrieb spielt sich recht viel ab. Also, wir sind sehr ein offener Betrieb. Bei uns kommen ganz viele Kindergartenkinder, Volksschulen und ich versuche einfach das zu vermitteln, die Landwirtschaft, unsere Produkte. Wir haben zum Beispiel Schafhaltung, was kann man alles mit der Wolle machen und ich finde einfach, das ist ganz was Wichtiges. Und habt ihr seltene Schafe auch oder habt ihr so die typischen? Wir haben das typische Tiroler Bergschaf. Weil ich frage dich deshalb, weil da die Eva sitzt und die so wie du auch ein bisschen weiter denkt und das Ziel, euer Ziel oder dein Ziel speziell ist ein Archetierhof. Und ihr habt, glaube ich, auch seltene
Tiere, die ihr bei euch am Hof habt, zum Beispiel die steirische Scheckenziege. Genau. Das klingt schon so herzig, ja. Und das ist eine Rasse, die eigentlich aussterben würde, oder wie? Genau, also die Archetiere ist eine österreichische Nutztierrasse, was vom Aussterben bedroht ist. Und wir haben das auch zufällig einmal einen Beitrag im Fernsehen und dann haben wir echt, also ich habe vorher auch noch nie was gehört davon. Und ja, wir haben uns dann ein bisschen mit dem beschäftigt und so hat sich das ein bisschen angefangen. Ich habe zu meinem 30er 5 Scheckenziegen gekriegt. Die sind so lieb. Und wir haben dann halt angefangen, das weiterzüchten. Ja. Haben jetzt momentan 13 Stück. Und genauso eben die Enstaler Bergschecken, das ist eine Rinderrasse. Ja. Die genau. Älteste Rinderrasse Österreichs. Und die werden wir jetzt auch gleich sehen. Die ist nämlich sehr elegant. Genau. Ja, also die sieht man auch kaum. Genau, ne? Ja, oh, schon. Ja. Sie war ja 1986 und das ist ja noch gar nicht so lang her. Also war sie fertig. Hat es nicht mehr gegeben. Und zum Glück hat es im Enste aber 2-3 Bauern gegeben, die heimlich weitergezüchtet haben, weil sie ist die Zucht sogar verboten worden, weil die Rinder einfach zu klar waren. Sie haben so ein Stockmaß von 1,30 und aus wirtschaftlichen Gründen eigentlich. Es war dann mehr, hat es milchbezogene Rassen gegeben, mehr fleischbezogene Rassen und es ist verboten worden, die Rasse zu züchten. Und zum Glück eben die 2-3 Enstaler Bauern, was da gegeben hat, die heimlich gezüchtet haben, die haben sogar einen Stier am Heuboden versteckt, mit Kontrolle gekommen ist. Ja. Ja. Und ich sage, die Enstaler Bergschecke passt bei uns perfekt. Sie ist klarrahmig. Wir haben eine steile Alm auf 1200 Meter. Perfekt, habe ich gesagt. Und das Fleisch ist super, feinfasrig, marmoriert vom Geschmack her. Und ich brauche jetzt nicht die Masse. Also wir stechen 2 Stickel im Jahr an und das, was es gibt, das gibt es. Das kennt ich schon wieder nicht, weil du tust die Tiere, die gibst denen sicher Namen, oder? Genau, bei uns haben alle einen Namen. Und wir kaufen aber kein Fleisch nicht zu, unsere Familie, wir haben alles selber. Und ich bin da beim reinen Gewissen, weil ich weiß, dass es die Viecher geht es bei uns gut, sie haben ein schönes Leben gehabt und die kann ich mit ruhigem Gewissen essen. Ja. Und wie bist du zur Landwirtschaft gekommen? Bist du aufgewachsen am Bauernhof? Nein, genau. Auch nicht? Nein, ich bin auch ein Gasthauskind. Ich bin aber sehr ländlich aufgewachsen. Also unser Gasthaus war auf 1000 Meter Seehöhe. Meine Eltern haben Forstwirtschaft dabei gehabt, aber eben keine Tiere. Und das sind mir einfach im Herzen gelegen. Ich brauche das. Und ja, ich habe dann auch Gastronomiefachfrau gelernt, habe dann die Jagdprüfung gemacht und habe dann meinen Mann kennengelernt, der auch Kochkönner ist und auch in einem Gasthaus aufgewachsen ist. Aber die Schwiegereltern haben schon Landwirtschaft dabei gehabt. Also so im Nebenerwerb und immer eigentlich nur zum Eigengebrauch. Es waren 2-3 Kolbenen oder Ochsen zum Anschlagen und ein paar Sauen. Und er hat Norika gezüchtet. Und da, ich war damals 16 Jahre, wenn wir zusammengekommen sind, da hat natürlich mein Herz höher geschlagen, wie ich die Tiere gesehen habe. Und wir sind dann immer mehr, also er hat dann zum 30er von mir ein Kolben gekriegt. Und so hat sich das irgendwie mit der Mutter-Kuh-Haltung dann angefangen. Und ja, 2019 haben wir dann übernommen. Wir hätten so ein A des Gasthaus mit übernehmen. Aber das wolltest du nicht. Nein, ich habe meinen Beruf sehr geliebt. Ich habe 10 Jahre bei der Schwiegereltern gearbeitet. Aber lieber Landwirtin sein, gell? Genau, das Problem war eigentlich das, dass wir kein Personal gefunden haben. Okay. Ja, und dann haben wir gesagt, was tun wir? Ja, die Landwirtschaft ist noch immer da. Wir haben 3 Kinder. Ich habe gesagt, das Gasthaus können wir zu zweit. Es ist einfach nicht möglich. Wir haben über 200 Sitzplätze gehabt. Ja, und so sind wir dann irgendwie zur Landwirtschaft gekommen. Ja, und das freut mich natürlich. Ich habe gesagt, für mich ist es nicht Beruf, sondern wirklich Berufung. Ich lebe das mit Herzblut. Genau. Und würdest nie was anderes machen wollen? Genau. Wenn ich euch jetzt so frage, was ihr euch denn wünschen würdet, also ein bisschen haben wir eh schon so, der Hans hat es angesprochen, die Gesellschaft, das Image und das, dass wir schauen sollten, dass es bloß nicht weniger Bäuerinnen und Bauern gibt, aber was würdest du noch zum Beispiel Eva wünschen? Ich würde mir wünschen, dass es in Zukunft weiterhin so motivierte Bauern und Bäuerinnen gibt, die bereit sind, wirklich den Beruf auszuüben. Ich würde mir wünschen, dass die Konsumenten einfach unsere Produkte und unsere Arbeit wertschätzen, immer mehr. Aber da hat sich schon ein bisschen was getan, gell, in letzter Zeit? Es hat sich, denke ich, schon sehr viel getan, auch im Bio-Bereich. Also ich trage gerne auch für Bio, weil wir sehr viel mit dem Kreislauf arbeiten und jetzt ein bisschen weg von der Leistung ist wieder ein bisschen anderes Paar Schuhe. Ich denke, jede Art von Landwirtschaft darf Platz haben. Wir sind knappe 3%. Egal ob bio, ob konventionell, wir müssen unsere Stärken zusammen bündeln und müssen den Konsumenten bei der Hand nehmen und ihnen sagen, was wir machen. Und das war mein großer Wunsch, dass also wir das sogar die Bauern untereinander müssen mehr zusammenhalten. Oh ja.
Ich glaube, da ist Luft noch oben. Es ist auch oft ein Problem, es wollen sich jeder ein bisschen abhoben. Ne? Mhm. Ich muss sagen, wir sind hier so Runden ganz verschieden. Wir sind also eigentlich sehr gut aufeinander, wo man sagt, das könnte sich da ein bisschen besser machen, weil ich mache das und ich bin da ein wenig besser. Weißt du? Im Endeffekt, Ende des Tages haben wir alle in dem gleichen Boot, wo wir sitzen, wo man einfach abhängen kann von den Konsumenten, dass unser Produkt nehmen und auch von der Gesellschaft. Aber wir warten aber auch von der Politik Rahmenbedingungen, die was uns zugute erkennen, wo wir auch weiterhin Link in den österreichischen Bauern. Ja. Und das ist ganz wichtig. Was vielleicht auch noch wichtig ist, wir haben sehr viel Tourismus in Österreich und Tourismus ohne Landwirtschaft ist absolut nicht möglich. Und was wünscht dir der Franz? Ja, mir gefällt es einfach, dass wir zum Beispiel wie heute, also eine Runde die Chance haben, dass wir zum Beispiel auch in die Medien kommen, auch in Sendungen, wo wirklich viel geschaut wird. Ich meine, das ist für uns, das braucht man. Und als Image, wie du eben sagst, es stimmt, weil wenn sie mir gegenseitig Takeln einhauen, das sind wir verrückt irgendwie. Da werden wir nie ein gutes Image kriegen. Und man, dass alle Bauern vielleicht noch viel sich verändern müssen, das wird schon sein. Aber ich sag dir was, wie du jetzt sagst, eine Sendung, die gern gesehen wird, Gott sei Dank, aber jetzt mache ich es im 23. Jahr und es hat sich schon viel getan. Das Image der Bäuerinnen und Bauern ist, also ehrlich, das war... ist ganz anders. Also wenn ich so denke, vor 20 Jahren... Ich merke es eben ja, alleine das, dass wir auf Bio umgestellt haben vor 25 Jahren, da bist du Außenseiter gewesen. Jetzt bist du der Geschätzte. Ich habe ein paar solche Situationen in meinem Leben gehabt, wo ich am Anfang Außenseiter war. Und es ist, denke ich, auch wichtig, dass man auch in diesen Kreisen die Landwirtschaft einbringt. Und deshalb sind auch diese Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger in der Landwirtschaft sehr wichtig. Und es gibt, das möchte ich auch noch sagen, nicht nur Quereinsteigerinnen, sondern auch Quereinsteiger, weil jeder dritte Hof wird von einer Landwirtin geführt. Und wir denken immer, wir sehen immer, ja, der Bauer, der im Stall steht, aber es gibt ganz viele Bäuerinnen, die im Stall stehen. Und die werden dann meistens übersehen. Auch so eine. Und deshalb bin ich froh, dass wir heute zu dritt auch vertreten sind als Bäuerinnen. Und auch da heute mal was sagen können. Jetzt hast du vorhin nicht gesagt, genau. War ja auch früher so, dass die Bäuerinnen im Stall gestanden sind, während mitunter da die Männer vielleicht herbekommen. Aber gesprochen ist nur vom Baum. Naja, ja, das geht sich. Wir werden noch viele Sendungen machen, lieber Franz, um das Image noch mehr zu verbessern. Was macht dein Partner? Mein Partner ist Maschinenfertigungstechniker und er tut meiner Landwirtschaft sehr gut. Er bringt sehr viele Ideen ein und es ist einfach wunderbar. Naja, das ist super. Ja. Das ist unbedingt nicht. Ja. Mein Sohn muss sagen, wir haben eine große Landwirtschaft, haben sie gesagt, den Bub werden wir keine finden, weil das gibt es gar nicht. Er war der Erste, den ich gefunden habe, was nicht von Landwirtschaft ist. Und Sandra muss sagen, ist eine perfekte Bäuerin. Also, wenn wir sagen können, also das sagt es nicht aus. Ja. Das muss ich mit Leidenschaft und Liebe Aber du bist haben. Auch sicher ein super Schwiegervater, oder? Naja, auf alle Fälle. Da fällt es nämlich auf alle Fälle haben wir heute viel gelernt. Also Menschen, die mitunter jetzt vielleicht so die Bauernhöfe kennen, wie es es früher gegeben hat. Also ich meine, ein Entmistungsroboter, das habe ich das erste Mal gehört. Und dass Kühe auch oder Hühner auch so gerne kuscheln wie Hund und Katz. Auch das, glaube ich, werden sehr viele Menschen möglicherweise noch nicht gesehen oder gewusst haben. Ich bedanke mich sehr, dass ihr da wart und ich bedanke mich bei Ihnen. Vielleicht haben Sie jetzt Lust bekommen auf Urlaub am Bauernhof. Also schätzen Sie unser Land. Saisonalität, Regionalität und Bio. Nicht schlecht, gell? Mua, Papa. Okay. Ihnen brennt so viel auf der Zunge und Sie brauchen nur die Gelegenheit, darüber zu reden? Dann nutzen Sie jetzt Ihre Chance und rufen Sie uns an unter 0900 91 00 98.